Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde es übrigens relativ zweitrangig, ob hier massenhaft Menschen auf der Straße liegen oder ob wenige Menschen auf der Straße liegen. Nee. Wichtig ist zu sagen, jeder Mensch, der hier auf der Straße liegt, der wohnungslos ist, der obdachlos ist und der kein Hilfsangebot hat, ist ein Mensch zu viel. Und da liegt die Verantwortung der Politik. So. Und trotzdem finde ich jetzt auch, dass der Antrag der Grünen eben nicht alleine dazu führt, dass wir ein bedarfsorientiertes Angebot haben. Warum? Also alle vor mir haben es auch schon gesagt. Da werden unglaublich viel Daten erhoben, Statistiken geschrieben, die Bezirke erheben Daten nach ASOC, nach sonst was, also wurde alles aufgezählt, steht alles im Protokoll, was jetzt hier auch alle nochmal referieren. Bei den niedrigschwelligen Angeboten werden Statistiken erstellt, bei den betreuten Wohnformen werden Statistiken erstellt, also es gibt ganz viele Daten. Und richtig, Herr Beck, es gibt ein Problem und es wird Ihr Antrag auch nicht lösen. Es ist unglaublich schwierig zu erfassen, wie viele wohnungslose Menschen es gibt. Da haben wir auch im Ausschuss drüber gesprochen. So, das zweite Problem haben jetzt auch schon mehrere angesprochen. Die Jobcenter erfassen die Zahlen nicht. Wenn man dennoch mal ins Ausschussprotokoll guckt und liest, dass 85% aller wohnungslosen Menschen eigentlich in dem SGB-II-Bereich sind und das Jobcenter nicht sagen kann, mit wem es zu tun hat, das, meine Damen und Herren, ist völlig absurd. Das löst aber Ihr Antrag auch nicht. Aber das könnte man mal jetzt in die Koalitionsverhandlungen mitnehmen, wenn es jetzt eine neue Bundesregierung gibt. Da hätten die mal eine Aufgabe, wo sie ein Problem lösen könnten. Liebe Damen und Herren von CDU und SPD, nehmen Sie das doch einfach mal mit. So, ich sage also nochmal, das Problem, was wir haben, liegt nicht darin, dass uns alle Daten fehlen. Das Problem, liebe Grünen, liegt in diesem Senat, wie so oft. Der nimmt nämlich seine Verantwortung nicht wahr. Und wenn Frau Radziwill jetzt so tut, als würde der arme Senat vor einem großen Problem stehen, wo er gar nichts machen kann, weil die Bezirke die Verantwortung haben und zuständig sind, stimmt es natürlich auch nicht. Die Daten, die vorliegen, diese ganzen Statistiken, werden in der Senatsverwaltung gesammelt und gebündelt, wurde uns gesagt. Ich finde, die müssten mal ausgewertet werden. Wenn man sie auswertet, und da lassen sich immer Sachen besser machen, keine Frage. Aber wenn man sie auswertet, hätte man schon mal eine Grundlage für eine Bedarfsplanung, für bedarfsorientierte Angebote, für all die unterschiedlichen Zielgruppen, die von Herrn Beck angeführt wurden und die alle auch noch mal in der Begründung des grünen Antrags stehen. Diese Probleme, die der grüne Antrag in der Begründung noch mal genau erläutert, diese Probleme existieren und diese Probleme müssen gelöst werden. Dafür brauchen wir aber nicht unbedingt neue Daten, sondern die alten Daten, ich wiederhole es nochmal, müssen ausgewertet werden. Und Herr Beck, Sie haben auch recht, was fehlt, ist eine Transparenz, weil nur Daten zu sammeln und Statistiken zu erstellen, bringt uns alle nicht weiter. Wir wollen die Auswertungen haben, wir wollen die Zahlen haben und wir wollen bedarfsorientierte Angebote haben, und zwar so, dass alle Menschen und alle Gruppen in dieser Stadt, die diese Hilfe brauchen, auch die Hilfe bekommen. Und dafür sollten wir weiter streiten. Aber ob wir dafür jetzt noch mal anfangen müssen, Daten zu erheben, ganz von vorne, das bezweifle ich auch. Ich finde, dieser Senat sollte handeln, und da sollten wir ihn auch treiben. Vielen Dank.